Ich finde es ein schwieriges Wort, weil es ist ja so ein schwieriger Begriff, weil man es einfach sehr weit kann fassen. Auf der einen Seite ist das Thema ja das, was man im Herzen trägt, auf der anderen Seite hat es auch einen geografischen Aspekt. Ich würde am ehesten sagen, es ist eine Herzensangelegenheit, also dort, wo man sich daheim fühlt, ob es das ein geografischer Ort ist oder bei Leuten, wo man sich wohlfühlt, das finde ich Heimat. Glück ist eine sehr emotionale Sache grundsätzlich auch, aber es ist natürlich auch so ein bisschen etwas, wo man kann, ich weiß nicht, ob man es kann steuern oder kann beeinflussen oder kann selber handeln. Aber Glück ist sicher etwas, wo einem rundherum passiert, was man findet, dass es entspricht. Oder das gibt mir ein Glücksgefühl, zum Beispiel, wenn ich liebe Freunde um mich herum habe. Ich glaube, Glück hat viel zu tun, auch mit Beziehung, mit rundherum, mit denen zusammen sein, Glück zu haben, wo einem am nächsten stehen. In dieser Arbeit, die ich mache, habe ich mit vielen jungen Leuten zu tun, die am Rand der Gesellschaft sind und nicht mehr recht Fuß fassen können, weil die Wirtschaft einfach vorwärts geht und für gewisse Leute auf dieser Welt kein Platz mehr ist im Berufsleben. Die Leute gibt es aber noch und die Jobs gibt es nicht mehr. Und das ist echt schwierig. Und das macht mich manchmal wirklich traurig, wenn ich merke, die Leute sind jung, sind noch nicht 30, aber sie merken, sie finden den Tritt nicht. Und sie finden den Tritt nur im Beruf nicht, sondern auch im privaten Leben. Und es geht einfach, es passt nicht zusammen. Das macht mich manchmal wirklich traurig. Angst kann man theoretisch auch von vielem haben, wenn man so ein bisschen die Welt rausschaut, oder? Wenn man sieht, jetzt, was da im Nahen Osten abgeht, was zu Amerika läuft. Man weiß es einfach nicht, was passiert. Es kann ja immer etwas in relativ kurzer Zeit kann irgendetwas passieren. Aber Angst vor dem habe ich eigentlich nicht. Irgendwie finde ich ein gewisses, wie ein Urvertrauen. Und ich finde, ja, Mann, es kommt, glaube ich, irgendwie dann schon gut. Das ist, dass ich meine Frau geheiratet habe, weil sie ist einfach, das hängt dann viel mit Glück zusammen, auch mit Heimat natürlich, oder? Weil sie ist einfach, das ist eigentlich etwas, wo man ja nur eins sollte im Leben, oder? Sich einen Partner aussuchen und dann merkst du irgendwie, dass man miteinander kann vorwärts gehen kann und der dick und dünn und dass das eigentlich zusammenhält und ja, dass man eigentlich zusammen auch das Leben teilen irgendwie und von dort finde ich schon, das ist dann etwas, wo einem auch immer wieder Mumm gibt. Und wenn man mal vielleicht einen Tiefschlag hat, dass man zusammen eigentlich auch sagen kann, komm, da gehen wir miteinander weiter.